Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ich heiße dich, genau dich vom Fernseher, also von dem Bildschirm, wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 22. Gut, also ich befinde mich direkt eigentlich in der Vorbereitungsphase, im Vorbereitungsturnier, hier in Folge müsste es 5 sein. Und wir spielen jetzt gegen Edinburgh im Halbfinale, jawohl! Gut, schau ich mal ein bisschen meinen Pro an, also meine Karriere an. 5 Millionen wert. Ich habe eine ganz, ganz, ganz gute Energie momentan, Form 8,5 Durchschnitt und Stärke von 70. Ja, würde mal sagen, das ist ganz gut für meine Karriere. Ich als offensives Mittelfeld, ja, ich bin offensives Mittelfeld bei Kaiserslautern. Ja, und gegen Hibernian geht's jetzt los. Was ist eigentlich mein Ziel? Also mein Ziel in dem Spiel, das reimt sich, ich möchte einmal, sagen wir so, nach Mönchengladbach. Ich bin ein Mönchengladbach-Fan, bin ich. Und mit dem großen Riesenziel vielleicht doch einmal zu Real Madrid zu gehen oder Barcelona oder vielleicht doch Dortmund, weil die mache ich auch sehr gern. Aber mein erstes Ziel ist einmal, nach Mönchengladbach zu gehen. Oder ich halte mich eine Zeit lang bei Kaiserslautern. Das wäre natürlich auch cool. Ja? Schauen wir mal. Gut. Also, ich spiele Horsti Riegler. Ein Top-Talent geworden. Jawohl. Leute, das finde ich sehr cool. Und es wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit hacken. Vielleicht überspringe ich das, indem ich da halt... Ja, Tor. Ja, weil immer diese Sequenz, immer hier bei FIFA, die hackt immer so. Zack. Hindernis wurde was? Schuss! Da, an die Latte. Ja, diese Elfmeterschießen ist nicht so ohne. Boah, na, Leute! Triff doch was die! Ja, treffen muss man, ja. Zack! Ja, der war. Guter Start. Ich habe nur noch einen Versuch, Leute. Der muss drin sein. Hey, Leute, geh ja! Gut! Dann gehen wir's an. Ja, gut! Los geht's! Es geht los mit dem Spiel im Halbfinale des Vorbereitungsturniers gegen Hibernian Edinburgh. Willkommen im Stad Velodrom, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Aus Schottland, zu diesem der Gegner. Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und ich, Horsti Riegler, spielt wieder von Beginn an. In diesem Vorbereitungsturnier, in diesem European International Cup. Könnte ein tolles Spiel werden. Halbfinale in diesem Vorbereitungsturnier. Und dann schauen wir mal. Das wird jetzt auf jeden Fall schon ein stärkeres Kaliber. Weil beide bisher mit guten Auftritten beim Turnier erlebt. Die sind so natürlich im Halbfinale und das sicher nicht umsonst, Leute. Da trennt er ihn vom Ball. Aufgeben. Hier Freistoß geben nach diesem Foul. Was soll das? Gelb, hey, erst. Wer mich fault, kriegt gelb. Karte, was sagst du? Nö. Ich denke, das geht in ja, gut, war aber. Mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt Leute, aber das war ohne Ball. Normalerweise muss die Gelbe da sein. Aber ist egal jetzt. So. Mal schauen, was Jürgen Horsti Riegler in diesem Spiel aufführt. Götze! Oh. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist. Ist das der Mario, der Götze? Oder? Ich weiß gar nicht. Spielt der bei Kaiserslautern der Mario Götze? Oder ist es ein anderer Götze? Keine Ahnung. Mario, bist das du? Die Leute. Ja, ich bin immer irgendwie nervös, weil ich jetzt nicht genau weiß, komme ich gut ins Spiel oder nicht. International Turnier. Aber die Teams. Aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Jawohl, und so wieder Vorlage. Frühes Tor in dieser Partie. 1:0! Jo, so könnte es weitergehen. Zimmer! Eine wunderschöne Vorlage auch von Horsti. Da ist das genial. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich schöne durch. Torvorlage. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Und Zimmer rein. Ja, Leute. Wumms. Na toll. 1:0 für Klautern.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da geht schon wieder zu bei uns da draußen. Ein Tor in 4 Partien, ja, ist nicht so wirklich das Wahre, aber es ist ja quasi nur ein Vorbereitungsturnier, Leute. Da gewinnt er den Zweikampf. Ja, gut, logisch. Da kommt er an den Ball. Du bist ein Wahnsinn. Aufgepasst. Könnte jetzt was werden. Alarm! Eine Ausgleichschance für die Schotten. Hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Das schaue ich mir nochmal an. War ganz gut. War, ja, ja, in der Mitte war wer frei. Unten der Neuner. Ja. Hätte man vielleicht anspielen können. Kurze Ecke. Ball kommt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Aufgepasst. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Gute Aktion. Jetzt Riegler, Horsten. Sieht vielversprechend aus. Die Chance jetzt. Schuss. Eine starke Und da Parade. Ist ein Tor. Das Tor. Was für ein Treffer. Ganz starke Szene. Horsten Riegler aus einem unglaublichen Winkel, Leute. Aus einem unglaublichen Winkel. Der Nachschuss. Ja, keine gute Parade. Wir schauen uns das nochmal an. Wahnsinn. Schuss abgewehrt. Und dann der Nachschuss aus einem Winkel. Das ist Wahnsinn. Das nutzen Sie eiskalt. Boah. Schön gelenkt, der Ball. Gelenkt. Geleckt. Wieder ein Treffer von Riegler. In jedem Spiel. 2:0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Im Halbfinale. Ich wollte Schön eigentlich nicht. Gibt's jetzt die Torschau? Was für eine Rettungstat gehalten! Ja, ja, gut, gut, gut. Also eine Torvorlage von mir und ein Tor. Kann man lassen. Wahnsinnsparade. Die Ecke kommt rein. Den Ball kann er klären. Ja, das könnte was werden jetzt. Da ist die Flanke. Und der Pass. Super Kopfball. Ja, 3:0. Kiprit. Da habe ich mich jetzt selber gar nicht ausgekannt. Wir blicken auf die Wiederholung, da ist die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist schönes Kopfballtor, Wahnsinn! Toll! Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Jawohl. Oh, der ist er durch! Und der ist im Tor! 4:0! Der Riegler. Geht flach rein, da war der Torhüter nicht mehr gewonnen. Doppelpack! Leute. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Ja, der ist ja ganz alleine. Und noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Na bitte, Leute. Wunderschönes Tor von Horsten Riegler. 4:0. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Macht er gut. Ja, ich drück vorher. Und dann, weg ist der Ball. Das frühe Pressing jetzt. Jetzt. Ah, Leute. Torwart. Gut gemacht. Wollte es wieder schöner machen. Da hat er die Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Den blockt er wieder super ab. Wunderschön. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart.
Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Es gibt eine Ecke, oh, eine gute Gelegenheit. Wollt ihr mal vom Weiten schießen? Ah, mit dem Kopf noch der Abwehrspieler weggelenkt. Ecke in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Holst. Jetzt vielleicht. Noch ist die Chance da. Super Volley, aber kein Tor. War wieder ein super Pass von Horst. Ich glaube, er beut was. Alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Boah. Ja, den nächsten Halbzeitstand 4:0 für Klautern. Jetzt müssen Wahnsinn. Wir aufpassen. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Starker Zweikampf. Void. Vielversprechender Wunderschön freigespielt. Gute Idee, dieser Ball. Er versucht mit dem Heber. Da ist er, sein Heber. Das ist heute sein Spiel. Was für ein Tor. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Trippelpack von Horsti Riegler. Mit einem Lupfer. Schauen wir uns nochmal die Entstehung Wahnsinn, des Tores an. Wahnsinnig schön freigespielt und der Lupfer. Konto. Bam! Und dann macht das mit Auge. Genau im richtigen Moment kommt der Lupfer. Wahnsinn. Ja, wir sehen es, der Torhüter kann nur hinterher schauen. Mega! Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig sensationell. Vorsichtig also formuliert, so geht, zeichnet sich wohl da doch spätestens jetzt stellen. Eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Was macht er draus? Jetzt der Schuss! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Beut. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ja, genau. Leute. Na komm, schießt er raus. Wir sehen das frühe Pressing. Er holt sich vorne den Ball. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Macht er nix. So, passt. So, 5:0 zur gedacht, Pause. Das Spiel Hälfte ist gegessen. So läuft. Mal sehen. Eine Torvorlage weitergeht. Und drei Tore. Das ist Wahnsinn. Der New Star ist born. Und der spielt momentan bei Kaiserslautern. So. Dann gehen wir mal weiter. Bastia gegen Sochaux 0:0. Gibt es ein Wiedersehen gegen Sochaux? Das wär's, Leute. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Götze. Ah, Fehlpass. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. McGuinness. Energischer Vorstoß. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Ja, ein bisschen Ausdauer sparen. Ja, die Meisterschaft beginnt demnächst, Leute. Nur noch der Torwart. Ritter! Götze! Wahnsinn! Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser Götze. Nicht geht. Ist das. Leute, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie der ausschaut. Ist es der Mario Götze? Nö, voll. Glaube ich gar nicht. Er schaut doch jung aus. Ein anderer Götze, Leute. Nochmal ich glaube, das spielt gar nicht bei Kaiserslautern. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen. Die Technik stimmt. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck. Einfach nur gut gemacht. Ja, schönes Tor von Götze.
6-0. Sechs Tore auf der einen. Ja, ich glaube, das wird der Einzug ins Finale. Da ja, spricht eine das deutliche ist super. Sprache. Der Verteidiger stört ihn. Jetzt ist es gefährlich. Abseits. Und abgepfiffen. Warum Abseits. Hast du nicht früher abgespielt? Das war knapp. Der Assistent entscheidet richtig, das ja, sehen wir auch in der Wiederholung. Ja klar, Absab. Mit ja, Knie und Fuß. Leute. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt Nummer es. Nummer 7 geht raus. Nein. Das war heute eine. Ach so, nö, das ist vom Gegner, genau. Hoppala. Immer ich bin in der Nummer 7 bei Kaiserslautern. Kannst du dir in so einem Spiel nicht nö, erlauben. Bin ich nicht, Gott sei Dank. Weg ist der Ball. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, schnell, aber diese super Spekulationen Pass, sind beendet. Der Wechsel steht fest. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Wunderschön! Aber der Ball weiter im Spiel. Tor. Da haben wir es, das Tor. 7-0. Beuth. Also ich glaube, Kaiserslautern kann in diesem Turnier keiner das Wasser reichen. Und momentan sieht es danach aus, als würden sie sich das Turnier holen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Ja, also mal schauen, wie es in der Meisterschaft läuft. Wenn es dann so einfach bleibt, muss ich auf Profi stellen. Deutliche Führung genau. Also ich bin momentan auf Halbprofi habe ich mal begonnen, weil ich jetzt mich erst reinfinden muss und so. Das ist auch der Grund. Jetzt den Wechsel. Götze geht. So. Götze geht und für ihn kommt wer? Habe ich jetzt nicht geschaut, Leute. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Beuth. Abseits. Guter Steilpass. Ich wollte draußen Abseits bleiben, aber warum passt er nicht früher? Erstmal bereinigt. Das war eng, das war schade. Ich wollte zurück. Den Lauf müssen Sie besser timen. Aber dann bin ich wieder hin. Richtig schade. So kann die Abwehr durchatmen. Das Timing hat nicht gepasst. Röser kommt für Beuth. Ja. Der gefährlichste Mann mit Horst Riegler, der Beuth. Jetzt sind sie am Ball. Schöner Pass. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Meine Ausdauer, Leute. Na komm, spiel doch. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Boah, Leute. Ja, werde ich mich als Weltklasse-Spieler herausentwickeln. Das wäre wirklich cool. Also momentan schaut es sehr gut aus. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Na gut, das ist erst der Anfang meiner Karriere, Leute. Der bringt den Stand, ja, könnte gefährlich werden. Den will er mit Gefühl Wahnsinn. Machen. Den Lupfer. Wieder Lupfer. Klasse Treffer. Leute, und der war schöner sogar. Wahnsinn. Ein noch schönerer Lupfer. Klasse Tor. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Wunderschön rausgespielt und gleich und außerhalb vom Strafraum, glaube ich. Wunderschöner Lupfer. Bom. Mega. Unglaublich. Riegler, Horsti Riegler. Zimmer geht aus dem Spiel und für ihn kommt. Hat sich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Holst. Ah, schlechter Ahnt Pass diesmal. Pass, weg ist der Ball. Lukas Röser. Abseits, Entschuldigung. Spiel bei Ihnen richtig gut. Ja, das ist Ballsicherheit. Einfach Ballsicherheit.
Ja, war ganz klares Abseits. War gar nicht schon. Eindeutig stand er da im Abseits. Redondo kommt für Hanslik. Der ist auch guter Hanslik. Ja, und mich lassen sie durchspielen. Obwohl ich eigentlich mich vorbereiten muss und fit sein muss für die Meisterschaft. Leute, das gibt's ja nicht. Warum? Starke Szene, er holt sich den Ball. Schöner Pass. Lukas Röser. Viel mit Auge. Wunderschönes Tor. Wunderschön. Ich glaube schon 5 Tore, glaube ich. Wahnsinn. Riegler, ja. Die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Wuchtiger Schuss. Grandios. Sehr schön. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Ah, Leute. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Ist es das? Aber am Ende kommt nur dieser. Aber auch einen Weitschuss machen von draußen. Die Chance jetzt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Klasse Pass. Abseits, oder? Da kommt er raus und hält den Ball. Ja, viel kann ich jetzt nicht mehr machen, weil meine Ausdauer leider Gottes ganz unten ist. Ja, könnte was werden. Er schießt. Boah. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich. Wieder Schuss. Ha, von Riegler. Dahin lässt nichts anbrennen. Macht er gut hier. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Ja, komm, komm. Holst. Sehr schöner Flanke da. Spielt den Ball. Wunderschönes Tor. 10:0. Also, das ist ein klarer Aufstieg ins Finale. Klarer Aufstieg ins Finale. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, wer es war. Wer war es denn? Kann das sein, dass das der Rösler war? Ich glaube, der Rösler. Nein, Kiprit. Oh, Kiprit war es. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Schön. Ja. Na, passt. Fertig. Das war's. Ja. Und das war's hier. Das ist der Aufstieg ins Finale des Vorbereitungsturniers, Leute. Im Finale. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Sie haben ja eigentlich nie einen Zweifel aufkommen lassen, wer den Einzug ins Finale schaffen würde. Unglaublich. Wieder das Spiel von Rosti Riegler. Und jetzt also das Finale. Und da können Sie sich dann endgültig selbst belohnen. Wahnsinn. Ja, wieder mal. Mann des Spiels, 13,7 Kilometer. Wahnsinn, oder? 5 Tore, eine Vorlage. Mega. Gut, na passt. Aufstieg ins Finale. Und weiter. Boah. Gegen wen geht's, Leute? Und zwar gegen Bastia. Hallo, Leute! Gegen SC Bastia, das dürfte, glaube ich, eine... Ist das eine französische oder eine italienische Mannschaft? Bastia, glaube ich, das ist eine italienische Mannschaft. Gut, dann werden wir es auf jeden Fall einmal weiter schaffen hier. Level 4 bin ich schon in der Entwicklung. Das ist ja super. Gut, ihr Lieben, Training lasse ich jetzt einmal Ich lasse das Training sausen, Leute. Und zwar geht es jetzt weiter... Im Finale gegen SC Bastia, Leute. In der nächsten Folge Finale im Vorbereitungsturnier. Am 18. Juli 2021 findet das statt. Und seid wieder dabei. Als Fußballbegeisterter, wie es ausschaut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Game over und tschüss.